Bei mir ist immer noch Alternativprogramm angesagt. Das mit dem Fahren im Moment, das will nicht so recht klappen. Irgendwie ist immer nur schönes Wetter, wenn ich arbeiten muss und keine Zeit habe. Von daher wollte ich euch heute mal zeigen, wie ich so eine Tour planen würde und was ich da halt so alles für Mittelchen einsetze. Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Und wie gesagt, heute soll es mal ein bisschen darum gehen, wie ich so meine Touren plane. Und Startpunkt dafür ist natürlich, wie soll es anders sein, wieder mal kurviger.de. Bei der Gelegenheit habt ihr eigentlich schon mal hier diese neuen Kartenmodus gesehen. Top Plus for Germany Europe. Den finde ich ja einfach zu putzig. Das sieht irgendwie aus wie früher die gedruckten Karten. Gefällt mir. Deswegen probiere ich das heute auch gleich mal aus. So, für mein heutiges Beispiel habe ich mir einfach mal ausgedacht, ich tue so, als würde ich endlich mal zu meiner alten Tour aufbrechen und habe jetzt da, keine Ahnung, schon mal die Distanz bis München geschafft. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, ich will jetzt so eine Tour machen oder die erste Strecke soll mich dann halt wirklich in die Alpen führen. Ich fahre mal hier in München an und sag mal, keine Ahnung, ich will bis Sölden kommen oder so. Ah, dann habe ich hier schon wieder eins zu weit. Sölden, das dürfte das wohl sein. So, haben wir jetzt erstmal eine schöne Strecke. Ich gehe hier nochmal ein bisschen rein. Natürlich startet man nicht ganz mitten in München. Ich pack das Ding einfach mal so grob hier irgendwo unten hin. Wie gesagt, darum soll es ja jetzt auch eigentlich gar nicht gehen, sondern es geht mehr darum, wie gestalten wir jetzt sozusagen die Strecke nach hier unten. Das ist ja soweit jetzt erst schon mal ganz schön. Hier schlägt ja dann auch schon kurviger so ein bisschen zu und versucht uns da natürlich eine schöne kurvige Route hier rauszusuchen. Haben wir ja hier entsprechend standardmäßig eingestellt. So, was ich jetzt zum Beispiel erstmal mache, ich blende mir hier mal ein bisschen Sachen aus. Hotel würde ich mir eh anders draus suchen. Versteckte Tourenvorschläge will ich im Moment auch nicht haben. Biker-Treffs lasse ich jetzt mal drin. Tankstellen interessieren mich im ersten Zuge jetzt auch noch nicht. Da sollte es eigentlich auf der Strecke genug gehen. Und für die Pässe greife ich dann später eher wieder auf Passknacker zurück. Also haben wir jetzt erstmal hier im Groben unsere Strecke nach hier unten. Und jetzt da, ich habe es eigentlich gerade schon verraten, würde ich dann hergehen und würde mir statt sozusagen den Pässen hier von Kurviger jetzt einfach mal die Pässe aus dem Passknacker reinholen. Und das geht ja auch relativ simpel. Das heißt, wir machen hier einfach mal ein neues Fenster auf, rufen den Passknacker auf und hier unter Downloads. Und hier haben wir jetzt dann die Möglichkeit, uns einfach rauszusuchen, okay, für welche Länder wir das machen wollen. Dann halt, ich muss gestehen, mit XX, keine Ahnung, Porno-Pässe dabei. Nee, ich weiß es nicht, was das XXX sein sollte. Alle Pässe, welches Format. Ich nehme dann GPX und sage hier auch der Einfachheit im Moment einfach alle. Lad mir das Ganze runter. Das habe ich schon gemacht. Und dementsprechend kann ich jetzt wieder hier ins Kurviger gehen, sage importieren. Und das, was ich jetzt reinholen will, sind ja nur Wegpunkte sozusagen. Deswegen, die will ich als Overlay zeigen und natürlich nicht zur Routenberechnung benutzen im Moment. Das heißt, ich klicke jetzt hier drauf, habe meine vorher runtergeladenen Pässe da drin, sage importieren und schon tauchen hier die ganzen Pässe auf. So, und jetzt fange ich dann so langsam mal an und sage mir, okay, wie will ich das Ganze jetzt da so von der Routenführung machen? Zum einen lasse ich mich da halt gerne von den Passknackerpunkten so ein bisschen lenken und zum anderen halt schlicht und ergreifend, wie die Straßen hier so auf der Karte aussehen. Wenn das alles so ein bisschen verschnörkelt ist, dann sieht das ja immer schon gut aus und natürlich wollen wir auch nicht so die großen Karten. Hier oben sehe ich schon einen
da ist ja schon mal einer drin. Kesselbergstraße, das sagt mir irgendwas. Und zu allem Überfluss stehe ich ja auch immer sehr drauf, irgendwie am Wasser entlang zu fahren. Von daher will ich natürlich unbedingt diesen Punkt hier oben auf jeden Fall mitnehmen. Das heißt, den sammeln wir hier schon mal ein und sagen, setze als Zwischenziel. Flops, das sieht doch schon mal gut aus. Hier geht's schön am Walchensee vorbei. Ich kenne ihn nicht, aber klingt auf jeden Fall schon mal gut. So, hier unten sehen wir schon, hier wird auch immer schön von Kurviger kleine Schlenker gemacht über irgendwelche Nebenstraßen. Aber jetzt fangen wir an. Wir haben hier im Moment 200 Kilometer. Knapp 200 Kilometer. Und ich rechne eigentlich immer mit einem 50er Schnitt. Also sprich für 100 Kilometer 2 Stunden. Man kann zwar eigentlich so auf den Landstreselchen, zumindest hier in der Gegend, 60, 65er Schnitt fahren, wenn man sich an alle Geschwindigkeiten hält und halt immer rechnet, Ortsdurchfahrten, bla bla bla. Das ist man mit 65 schon, glaube ich, recht gut dabei. Aber ich mache es der Einfachheit halber mit 50, dann ist auch irgendwie gleich ein bisschen kurz mal anhalten, mal in die Gegend gucken und sowas mit dabei. Das sollte eigentlich relativ gut hinkommen. Das heißt, im Moment hätten wir nach meiner Richtung hier, der sagt 3,5 Stunden, ich rechne eigentlich schon mal mit 4. Und für so einen ganzen Tag. Ich bin ja wirklich einer, ich fahre gern wirklich auch den ganzen Tag lang. Da darf es ruhig noch ein bisschen was sein. So, und dann gucken wir mal hier rein, ob uns hier irgendwas unter die Lupe kommt. Das heißt, ich fange mal hier an. Oh, hier sehe ich gerade namenlos. Da bin ich natürlich dabei. Das habe ich jetzt von so vielen schon gesehen und das sieht wirklich nach einer Strecke aus. Die hätte ich gerne dabei. Das heißt, ich setze mir einen Zwischenpunkt. Und da ist es halt auch immer so, das Kurviger setzt die ja eigentlich schon relativ gut da mitten rein. Passt nicht unbedingt immer, aber im Groben und Ganzen schon nicht schlecht. So, und jetzt hier sehen wir hier natürlich, hier hat er jetzt was gemacht. Er hat zwar hier 2 Passknackerpunkte jetzt mitgenommen, aber wir wollten ja unbedingt hier diese Ecke mit drin haben. Also sagen wir doch einfach erstmal wieder hier unten den nehmen wir auch noch mit rein und dann wird das schon wieder ein bisschen anders. Jetzt hat er hier, vorher ging es eher hier unten rum. Und dann gucken wir doch noch mal, was hier unten so dabei ist. Ist da irgendwas, was mir was sagt, was sich schon mal gut anhört? Die meisten, die sich jetzt hier unten in der Gegend auskennen, werden jetzt aufschreien, weil ich keinen davon irgendwie wirklich kenne. Und viele sagen jetzt wahrscheinlich, ja, das ist alles super. Mal gucken. Sagen wir hier. Oh, Kütahya. Kütahya habe ich gerade erst beim Duxtal gesehen. Das ist auf jeden Fall auch was. Das wollen wir natürlich mitnehmen. So. Und jetzt haben wir hier natürlich mal so ein Problemchen drin. So ein Schlenker wollte ich jetzt eigentlich nicht fahren, dass man hier irgendwo hin und wieder zurück. Und tendenziell habe ich so das Gefühl, könnte man hier unten auch noch ein bisschen was mitnehmen. Das heißt, ich will eigentlich erstmal von hier runterfahren und dann vielleicht so das als eine kleine Schleife mitnehmen. Und damit sitzt der Punkt 4 irgendwo an der falschen Stelle, aber das können wir hier einfach korrigieren. Das heißt, den hätten wir einfach hier davor. So. Sieht schon wieder ein bisschen schöner aus, aber wie gesagt, wir wollen ja auch nichts haben, was wir hier einmal hin und zurück fahren. Und dann, wenn hier doch so schöne Sachen dabei sind. Oh, hier sehe ich gerade, hier wird auch ein Bikerstopp angezeigt. Was ist das? Eulers. Den habe ich lustigerweise auch schon mal auf meiner Liste gehabt. Dann nehme ich den noch auch gleich wieder mit rein. Ist auch die 4, aber dann gucken wir mal hier, wenn hier noch so schöne viele Passknackerpunkte rumliegen, dann könnten wir das doch eigentlich mal hier noch mit reinnehmen und dann kriegen wir doch so langsam, aber sicher hier was recht Schönes hin und dann, wenn wir den noch mit dazu nehmen, dann haben wir jetzt aber wieder erstmal eine falsche Ecke. Jetzt muss ich mal gerade gucken, also 3. Die 6 soll eigentlich unsere 4 sein. Dahin. 4, dann die 4, 5 und 6 müssen wir jetzt nochmal tauschen. Zack. So, jetzt haben wir das. Wir kommen von hier oben runter. Zack, fahren hier den Bogen.
Kütei da, hierüber darum, namenlos Talnehmer mit, fahren dann hier unten wieder runter und rauschen hier bis nach Sölden. Jetzt haben wir 357 Kilometer, wäre nach meiner Rechnung 7 Stunden, eher hier wieder 6,5 in etwa. Das ist dann, glaube ich, schon recht ordentlich für einen Tag. Das denke ich mal, passt schon recht gut. So, jetzt kommen Kleinigkeiten dazu sozusagen. So, jetzt haben wir halt hier immer wieder Passknackerpunkte benutzt, um Wegpunkte zu setzen, aber das ist natürlich immer nicht automatisch genau auf den Passknackerpunkt. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal ganz nah dran gehen, dann sitzt der unter Umständen mal ein bisschen daneben. Und dann würden wir uns jetzt beim Fahren schon schwer wundern, wie wir da auf einmal auf diese kleine Seitenstraße gekommen sind. Deswegen, die solltet ihr auf jeden Fall nochmal korrigieren. Ja, den müssen wir hier nochmal durchgucken. Zum Teil, wenn das jetzt hier so kleinere Abweichungen sind, gibt es hier dieses Hilfsmittel, der halt alle Punkte direkt auf eine Strecke setzt. Also in dem Fall hier hat es was geholfen, habt ihr gerade gesehen. Den ich hier korrigiert habe, das klappt nicht immer, weil der war ja unter Umständen auf einer Straße, halt auf einer Seitenstraße, die ihr aber gar nicht wollt. Das heißt, hier solltet ihr dann schon mal gucken, dass er die so gesetzten Punkte wirklich nochmal kontrolliert. So, nächste Geschichte, die wir jetzt da hier so ein bisschen berücksichtigen sollten bei der ganzen Sache, sind jetzt so ein bisschen Sperrungen. Und da komme ich auf zwei verschiedene Sachen eigentlich zu sprechen. Eins ist jetzt da hier relativ neu im Kurviger drin, unter den erweiterten Optionen gibt es hier unten drin ups, da zeige potenziell gesperrte Straßen. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, muss ich gestehen. Das heißt, wenn wir jetzt da hier wieder hingehen, das können wir erstmal wieder einklappen, sehen wir jetzt hier schon mal rote Strecken eingezeichnet. Das heißt, hier sehen wir, okay, Loading, 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 komm, zeig's uns. So, Access Conditional und nicht befahren, also ich interpretiere das jetzt immer so, das könnten sie ruhig noch ein bisschen schöner darstellen, aber nicht befahrbar von Dezember bis April. Passt uns, das ist okay, wir wollen eh später im Jahr fahren. Dann haben wir hier oben noch eine rote Strecke und da gucken wir auch wieder rein. Hier ist was Rotes. Lass mal gucken. Hier haben wir das Schildchen, da können wir draufklicken. Und in dem Fall Motorcycle Forward Conditional, also in die eine Richtung scheint es gesperrt zu sein. Samstag, also Saturday, Sunday, PH, Public Holiday wahrscheinlich. Also an Wochenenden und Feiertagen ist die Strecke für Motorräder gesperrt. Das ist natürlich schon mal wirklich was, was man dann berücksichtigen können. Ja, bei dem unteren, da gehen wir davon aus, okay, in der entsprechenden Jahreszeit ist der Pass dann auch offen. Aber das hier müssen wir jetzt wirklich berechnen oder berücksichtigen, dass wir dann natürlich sehen, wenn wir das wirklich mitnehmen wollen, das Sträßchen hier, dass wir nicht am Wochenende da planen oder an einem Feiertag. Also finde ich eigentlich schon echt praktisch gemacht. Was hier jetzt da halt nicht drin ist, das sind halt wirklich aktuelle Verkehrslagen. Und da könnten wir ja sozusagen einen Trick anwenden, den ich jetzt auch im Prinzip gerade erst in dem letzten Video zum Thema Tourenplanung gezeigt habe, indem wir es uns nämlich irgendwohin exportieren, wo Verkehrsmeldungen sozusagen angezeigt werden, richtig. Und da können wir jetzt doch mal wieder gucken. Ich exportiere mir das hier und mache das einfach mal in Testroute erstmal wieder. Ich mache mal wieder beides, weil das andere will ich auch gerade noch zeigen. Und ich exportiere es gleich nochmal und diesmal dann als Test Track. So, Track, Zack.
exportieren. Jetzt habe ich mir das rausgeholt und jetzt können wir wieder hingehen und wie bei dem letzten Mal den Tipp schon gezeigt, halt hier auf zum Beispiel TomTom MyDrive gehen und uns dort die Sachen reinholen. Wir gehen also hier auf unsere Routen, sagen GPX-Datei importieren und für die Geschichte ist es halt immer am praktischsten, jetzt wirklich den Track zu nehmen, weil das ist ja jetzt wirklich haargenau die Route, die wir im im Kurvinger geplant haben. Und hier können wir jetzt auch einmal hergehen, können uns die aufrufen und können jetzt im Prinzip direkt schon sehen, wenn hier irgendwelche Verkehrsmeldungen vorliegen. Und da sehen wir schon eine. Hier haben wir zum Beispiel drin gesperrt wegen einer Lawine, 10 Kilometer. Da können wir natürlich auch davon ausgehen, okay, das wird ja wahrscheinlich in 3 Monaten, 4 Monaten, wenn wir dann wirklich da langfahren, nicht mehr der Fall sein. Aber ihr seht schon hier, seht ihr dann halt wirklich aktuelle Verkehrsmeldungen auch drin und könnt dann gegebenenfalls an der Route noch mal ein bisschen was dran rumstricken. Aber eine Sache haben wir jetzt natürlich auch wieder. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Kurviger planen und das jetzt da hier übertragen, das hatte ich ja auch in einem Video mal behandelt, wenn wir das so jetzt dahin schicken als Track, fehlen uns natürlich Funktionen vom TomTom, um zum Beispiel, wenn jetzt da doch noch irgendwas dazwischen kommt, ihr habt entweder nicht nach den Verkehrsmeldungen geguckt oder es ist halt irgendwas, was dann wirklich erst an dem Tag passiert, wenn ihr unterwegs seid und ihr wollt dann halt, keine Ahnung, irgendwas umgehen. Mit einem Track fehlen euch halt im TomTom jetzt zum Beispiel die Funktionen, um euch eine alternative Strecke suchen zu lassen und solche Geschichten. Wenn wir jetzt aber umgekehrt wiederum hergehen und holen uns jetzt nochmal die andere Datei rein, die Route. Dann geht es natürlich hier schon wieder los, Testroute, dass die, und ich mache es mal hier wieder ein bisschen größer, jetzt unter Umständen nicht sonderlich viel mit dem zu tun hat, was ihr im Kurviger geplant habt. Ihr seht schon hier, da ist jetzt da wieder irgendwas anderes draus gemacht worden. Hier sind jetzt auch schon ein bisschen wieder Staus. Hier hat er offensichtlich genau diesen Teil berücksichtigt, dass er hier im Moment nicht lang kann. Aber das kann man ja unter Umständen noch so ein bisschen deichseln. Also hier ist zum einen, okay, wir planen natürlich für ein Motorrad. Das kann unter Umständen schon mal was ausmachen. Hier können wir jetzt zum Beispiel sagen, wir fahren jetzt ja nicht jetzt ab, sondern das Ganze ist geplant erst im, keine Ahnung, Juni, irgendwann da mittendrin. Zack. Wo sind wir? Fertig. Und schon müsste er jetzt hoffentlich hier unten. Nee, macht er immer noch nicht. Dann können wir hier noch ein bisschen hergehen und können halt sagen, hier, wir wollen zumindest auch mal so ein bisschen Nervenkitzel fahren, ob wir dann irgendwann mal so auf die Strecke. Ah, ich habe hier auch noch die Rundreise drin. Das ist natürlich auch falsch, sondern wir wollen das Ganze ja mal nur einmal fahren. Aber ihr seht das grundsätzliche Problem. Das heißt, wenn ihr hier jetzt dahergeht und das rüberschiebt und ihr habt diese ganzen Punkte gesetzt, kommt trotzdem irgendwas ganz anderes bei raus, wie das, was ihr im Kurviger geplant habt. Meine Strategie bei der Geschichte ist jetzt eigentlich immer, dass ich mir hier auf der Karte im Zweifelsfall mehr Wegpunkte setze. Und was dabei helfen kann, ist unter Umständen hier halt auf die schnelle Route zu wechseln. Das ist dann näher dran, wie das normale schnelle Route auf den meisten anderen Navis, weil in Sachen schnelle Route sind sie sich eigentlich meistens relativ einig. Und dann kann man hier halt im Prinzip hergehen, kann sich die verschiedenen Punkte angucken, wenn er da dann, beziehungsweise man kann hier immer mal ein bisschen hin und her wechseln zwischen den verschiedenen Routing-Modis. Das heißt, kann hier halt mal hin und her schalten zwischen der kurvigen Version und der schnellen Version. Und wenn man dann hier sieht, oh, dann geht er auf einmal hier komplett unten rum, dann setzt man sich einfach hier
noch einen Punkt dazwischen, zack. Und wenn ich jetzt wieder auf schnell schalte, wupp, ist er dort geblieben. Und auf die Weise kriegt er so ein bisschen raus, was er alles an Wegpunkten setzen muss, damit die Route halt auch wirklich da bleibt, wo sie sein soll, selbst wenn es jetzt da auf ein anderes Navigerät übersetzt. Ja, und ich glaube, das soll es erstmal gewesen sein für heute. Ein Problem bleibt jetzt natürlich, wenn ihr so schön konsequent hier immer im Kurviger plant, was halt in vielen Fällen recht angenehm ist und recht schön ist, habt ihr halt nicht wirklich eine Möglichkeit zu speichern das Ganze. Zumindest nicht hier im Kurviger selber drin. Dass er halt irgendwie sagt, ihr habt eine Anmeldung und dann geht er drauf und dann habt ihr wie beim MyDrive oder wie beim Kalimoto, dass ihr eure Touren habt irgendwo, die gespeichert sind. So, wie ich das Ganze dann noch bei mir behandle, das gibt's dann noch mal in einer Extra-Folge. Ja, und bis dahin bleibt mir dann wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.